Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein leckeres Rezept für Rindfleisch Szechuan Art vorstellen. Heute mal wieder in der Actify. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Alle Zutaten liegen bereit, die wir für Rindfleisch Szechuan Art heute mal in der Actify brauchen. Auf der linken Seite seht ihr zunächst mal das Fleisch und das, was wir für die Marinade brauchen. Also ich habe jetzt hier 500 Gramm Rinderhüftsteak. Dann brauchen wir für die Marinade des Fleisches, das ich gleich in kleine Stücke schneiden werde, natürlich ein bisschen Sojasauce, genaue Mengenangaben wie immer unten in der Infobox. Wir brauchen ein bisschen Reisweinessig, wir brauchen Sesamöl und wir brauchen ein Eiweiß. Und das Ganze werden wir geschmacklich jetzt würzen mit Ingwer, den werde ich gleich noch klein schneiden, und mit drei Knoblauchzehen, die ich abziehe und dann zerdrücke und klein schneide. Und für die Marinade noch zusätzlich hier brauchen wir Maisstärke und jetzt hier bei mir Chiliflocken, ein Teelöffel. Das erstmal jetzt zum Fleisch, das wir gleich klein schneiden und marinieren werden. Und das ist jetzt hier der Gemüseanteil. Beim Gemüse, weil ich jetzt eine relativ große Menge Fleisch auch genommen habe, 500 Gramm ist ja schon ganz ordentlich, haben wir hier zwei grüne Paprikaschoten. Ihr könnt auch rote nehmen, wenn ihr die lieber mögt. Aber denkt dran, rote sind ein bisschen süßer. Also wenn ihr es süß-scharf mögt, passt das auch gut. Dann habe ich hier zwei große Möhren oder mittelgroße Möhren. Dann habe ich hier noch Zucchini. Größe ungefähr 250 Gramm habe ich mal ausgewogen hier. Ich habe einen Bund Frühlingszwiebeln, das wir gleich bearbeiten werden und dazu geben werden. Und noch ein paar Pilze hier, rund 100 Gramm Champignons. Das als Gemüseanteil. Dann brauchen wir auch hier wieder so ein bisschen für die Würzung, für die Marinade, ein bisschen Wasser, damit das Gemüse nachher in der Actify auch so ein bisschen zumindest garen kann, weich wird. Wir brauchen Austernsoße. Dann brauchen wir braunen Zucker hier nochmal und auch hier wieder Chili-Pulver. Und damit haben wir erstmal alle Zutaten hier und können jetzt loslegen mit dem Fleisch zunächst. Ich beginne zunächst mit dem Rindfleisch, das ich in möglichst dünne Streifen schneide und versuche jetzt hier gegen die Faser zu schneiden, damit wir möglichst dünne Streifen bekommen. Ja, ihr seht das hier, die dann auch schnell durch sind, die dann auch tatsächlich schnell gebraten sind, dass man wirklich dünnes Fleisch hat und damit dann auch gut marinieren kann. Mein Problem, wie immer, unser Kater, der bei Pute, Geflügel allgemein und Rindfleisch grundsätzlich austickt. Aber hilft alles nichts, weiter geht's. Fleisch jetzt zunächst mal schon Knoblauch und Ingwer versehen und jetzt kommen die anderen Zutaten hinzu. Sojasauce, Reisweinessig, das Sesamöl und auch schon das Eigelb. Und jetzt mit alles gut durchmischen. So. Und jetzt geben wir noch die Maisstärke und die Chiliflocken hinzu. Und auch das mischen wir jetzt gut. Und das Ganze sollte jetzt mindestens eine halbe Stunde, wenn ihr genug Zeit habt, vielleicht eine Stunde in den Kühlschrank, damit das Fleisch auch ein bisschen marinieren kann. Und zwischenzeitlich können wir das Gemüse machen. So, während das Fleisch mariniert, kann ich mich ums Gemüse kümmern. Und ich mache da jetzt auch keine großen Zicken. Also wir werden auch das Gemüse gleich in die Actify komplett zusammen reintun. Ich werde also jetzt nicht anfangen mit den harten Sachen zuerst und dann kommen erst die und dann kommen die und die. Sondern wir schmeißen alles zusammen rein und schauen mal, wie die Actify das verarbeitet. Musik.
So, das Gemüse ist geschnitten. Na, ihr seht, das ist jetzt nicht gerade Julienne-Schnitt. Das räume ich ein. Na, das ist schon ein bisschen breiter jetzt auch. Das macht aber nichts, denn ich möchte hinterher noch ein bisschen was im Mund haben und nicht so ganz fein geschnittenes Gemüse haben, sondern das soll schon noch ein bisschen Biss haben und auch ein bisschen Textur im Mund. Also das Gemüse ist fertig. Damit sind wir zumindest mit den Vorbereitungen hier fertig und wenn das Fleisch fertig mariniert ist, geht's weiter. Also das Fleisch ist, glaube ich, gut durchgezogen. Ihr seht hier Ingwer und Knoblauch, ganz wunderbar. Es riecht auch ganz super, ganz frisch und auch so ein bisschen spicy nach den Chiliflocken. Und da an dem Fleisch jetzt schon Sesamöl dran ist, gebe ich jetzt auch kein Sesamöl mehr dazu. Ich schaue mal gleich, wie sich das Fleisch entwickelt in der Actifry, aber ich gebe es jetzt auf jeden Fall erstmal ohne weiteres Öl in die Actifry. Wir müssen jetzt allerdings vorheizen. Ich verteile das jetzt so ein bisschen. Also, Actifry an. Und ich stelle ein hier, wir brauchen da keine zwei Stufen, 15 Minuten zunächst mal. Und nach 10 schauen wir schon mal, mal gucken, wie es läuft. Auf geht's. So, 10 Minuten sind um und ich schaue mal und der Geruch ist schon umwerfend. Also man merkt hier schon, das klappt, glaube ich, gut. Braun, Röststoffe und ich habe kein Öl dazu gegeben. Geht sonst normalerweise in einer Pfanne. Toll. Das Fleisch ist durch. Ich nehme das jetzt raus nach gut 10 Minuten und mache mit dem Gemüse weiter. Und nun geben wir das Gemüse rein. Wir wollen natürlich nicht sauber zu machen hier. Die Aromastoffe nehmen wir gleich mit. Das passt gut. Ja, da geht nachher noch das Fleisch rein. Ich habe jetzt kein Öl drin im Gemüse. Ich gebe auch keins dazu. Dafür gebe ich jetzt ein bisschen Wasser dazu, weil das Gemüse natürlich ein bisschen andünsten muss. Das muss schon sein. Und ich gebe jetzt die anderen Zutaten hinzu. Hier die Austernsoße. Das Chili-Pulver und den Zucker. Und da ich ja doch relativ viel Gemüse habe, stelle ich jetzt mal für das Gemüse noch mal 15 Minuten ein und schaue zwischendurch. So, 15 Minuten sind um. Ich habe eben mal probiert. Ja, die Möhren sind noch ein bisschen hart. Das macht aber nichts. Ich würde jetzt schon mal das Fleisch mit dazugeben und damit wir auch nachher die typische Konsistenz haben von Sichuan, gebe ich jetzt noch mal dazu, aber sonst zu wenig Flüssigkeit haben, 100 ml Wasser, 2 Esslöffel Sojasauce und 2 gehäufte Esslöffel Speisestärke. Ja, dann kann das Ganze jetzt nochmal eindicken und dann machen wir nochmal 10 Minuten und dann sollten wir auch fertig sein. So, mein Rindfleisch Sichuan Art ist fertig. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen garniert mit ein paar Sesamkörnern und es ist wirklich lecker geworden. Könnte sogar noch spiciger sein. Bisschen mehr Chili, überrascht mich. Aber tolle Sache mit der Actifry. Das nächste Mal würde ich wahrscheinlich noch mehr Flüssigkeit nehmen, denn fehlt so ein bisschen noch Soße. Könnte mehr sein, aber Geschmack ist traumhaft, Fleisch ist total zart. Und auch das Gemüse ist durch mit den Sesamkörnern zusammen. Traumhaft Sichuan Art. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.